den Südtiroler Dolomiten liegt auf 1200 Metern Höhe die Gemeinde Enneberg. Seit 2 Jahren lebt hier eine Architektenfamilie. Charakteristisch sind die jahrhundertealten Bauernhöfe, die sogenannten Fieles. Sie bestehen aus einem Wohn- und einem Wirtschaftsgebäude und waren Vorbild für die beiden Häuser der Familie. Das vordere ist ein Ferienhaus, das hintere das Wohnhaus. 3 Etagen mit insgesamt 180 Quadratmetern. Im Obergeschoss liegt der offen gestaltete Wohnbereich mit Küche. Das Angenehme an der Küche ist das, dass sie relativ zentral sich hier im Raum befindet und dass man von da aus alles ein bisschen überblicken kann, weil es ja auch früher so ein bisschen war, dass die Küche so der zentrale Ort, der wichtigste Ort eigentlich im Haus war. Alle Wände und Böden sind aus unbehandelten Zirbelhölzern der Region. Die handgearbeitete Wandverkleidung des Wohnzimmers stammt aus dem nahegelegenen Gardatal. Das Interessante auch bei der Verarbeitung der Zirbe, dass es Unterschiede gibt, ob ich das jetzt maschinell hobel oder mit der Hand hobel. Beim Handhobeln hat sich herausgestellt, dass eigentlich ganz eine tolle Eigenschaft auftritt. Ein ganz toller Seidenglanz, der was das Holz nochmal raus veredelt. Also das hat dann eine Tiefe, eine Kraft, hat wie so eine feine, zarte Haut. In dem weichen Zirbelholz lassen sich schnell Gebrauchsspuren erkennen, etwa wenn Sohn Laurenz auf dem Fußboden spielt. Dass die Einrichtung mit ihren Bewohnern altert, gehört zur Philosophie des Hauses. Um mehr Licht ins Haus zu bringen, haben die Architekten den Wohnraum zum Dachstuhl hin geöffnet. Das gesamte Haus sowie die Treppen sind in Beton gegossen. Es ist ein weißer Sichtbeton mit den Zuschlagstoffen von Dolomitgestein, von einem Steinbruch vom Nachbardorf. Und der hat ganz tolle Eigenschaften. Der verfärbt den Beton rosa, also ein leicht rosa Stich, deswegen wirkt er so warm und angenehm. Man kann ihn glatt gießen. Oder wenn man ihn schleift, bekommt er diese angenehme, sehr zarte Terrazzo-Struktur, was dem Ganzen einen sehr tollen, belebten Charakter gibt. Während die Treppen ein Terrazzo-Muster haben, ist der Beton im Untergeschoss glatt weiß. Hier befinden sich ein Schlaf- und 2 Kinderzimmer. Alle haben große Fenster. So sehen die Söhne Valerian und Laurenz, wer kommt. Mami. Durch die zurückversetzten Mittelscheiben bleibt es im Sommer angenehm kühl, im Winter wird Energie gewonnen. Die Loggia schützt vor Wind und Regen und bietet einen fantastischen Ausblick. Ich bin immer wieder fasziniert, was da die Natur so mitbringt, ohne dass man ständig eben auf den Rechner schauen muss, Fernsehen schauen muss oder Bilder. Deswegen gibt es bei uns im Haus auch keine Bilder. Also wir haben nicht den Bedarf, irgendwas aufzuhängen, weil wir einfach beim Fenster rausschauen. Das ändert sich auch ständig. Und so ist das moderne Bauernhaus als Verweis auf die Natur und die Schönheit Südtirols zu verstehen.